kommt. Ich glaube, durch die Fähigkeiten, die die Jungen hier mitnehmen und das Potenzial, was ich erlebt habe, die sind alle da, machen die Technik. Den Kollegen Berkenhoff habe ich getroffen, sehr strukturiert, sehr westlich denken, sehr offen. Ich glaube, auch wenn sie die Positionen nicht angeboten oder geschenkt bekommen, ich glaube, die junge Generation wird sich diese Positionen früher oder später selber nehmen. Da bin ich überzeugt. So offen, ja, natürlich. Ja. Also wir haben bei diesen letzten Besuchen, da waren wir auch mit dem Staatsverwalter zusammen, mit Bürokratie sozusagen. Wenn man österreichische Bürokratie anschaut, dann sind die Leute mindestens so alt wie ihre Eltern. Genau das Gegenteil ist eigentlich ein Kassensteuerfreund, die mit denen wir zu tun hatten. Da sind lauter junge Leute gut ausgebildet und so unbürokratisch eigentlich haben wir mit ihnen geredet, dass sie sehr frischen Unternehmen. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, es ist eigentlich, weil beide Seiten haben immer Erwartungen, ohne das jetzt unromantisch zu formulieren. Österreichische Unternehmen wollen Geschäft machen, die Kasachen wollen natürlich auch einen Vorteil haben. Und ich glaube, diese Erwartungen könnte man nur durch die passende Mentalität und durch die Nähe verbinden. Herr Honorarkonsul, jetzt waren Sie ja live in Kasachstan, haben wir ja als Kärntner Native und Landsmann, ja, gut geschildert, wie Ihnen das getaugt hat, was Sie dort Erfahrungen gemacht haben, wo Sie herumgereist sind. Sie haben in relativ kurzer Zeit das Land erfasst und sind mit einem Produkt nach vorne gegangen, wenn wir die Wirtschaftskammer oder Vertreter der Wirtschaftskammer hier sitzen haben. Woher nehmen Sie Ihre individuelle Power zu sagen, ich tue mir das an, weil Sie könnten mir sicher leicht tun und sagen, so ich verkaufe mal Wörthersee für ein paar Nobelhotels in Wien, auch in München. Warum machen Sie den Schritt nach Kasachstan à la Marco Polo und sagen, ich gehe jetzt einmal eine neue Region an? Das ist natürlich nicht ganz so übertrieben, aber Sie investieren ja was und setzen was. Mit welcher Erwartung? Ja, also sicherlich, dass man sagt, man erweitert den Markt, man hat Möglichkeiten, die Stückzahl zu erhöhen, weil in Kärnten oder Österreich 0,6 Volten oder weniger. Ja. Ja. Und man natürlich war immer schon ein Bedürfnis zu reisen, also das kommt mir entgegen. Und die Möglichkeiten, die dort vorhanden sind, die unterstützen mich sehr, weil ich habe eigentlich schon vor Jahren eigentlich Salon gesucht. Das ist natürlich so, dass du eigentlich diesen Zufall zu mitnehmen ist, hat sich dann eigentlich ergeben. Was ich dann vielleicht noch ganz kurz auch zu meiner Erfahrung zu den ganzen Südkasachstan, also es hier in anderen Bundesländern auch so ist. Wie gesagt, wir haben ja diesen Kooperationsvertrag in Südkasachstan gemacht und da steht im Vordergrund eben Technologietransfer, Landwirtschaft, Austausch, der Tourismus, dann haben wir gehabt die Design, Industrie und Wirtschaft. Ja. Und gerade die Landwirtschaft hat das ein interessantes Begebenheit gehabt. Der First Liberty Governor, also der Vize-Akin, der erste war ja der Sati Baldi, war vor 2 Monaten das erste Mal da im Sommer zu unserem Kulturaustausch. Viel Hakirchtag, ja. Klagenfurt, wir haben ein Konzert gehabt, die kasachischen Perlen, und da waren ca. 20 Delegierte da. Und nach 3 Wochen war er schon wieder da. Dann sage ich, es war eine große Ehre, dass er zu meiner Eröffnung des Konsulats gekommen ist. Sage ja, wenn ich etwas verspreche, dann bin ich da. Das ist natürlich für uns Kärntner auch wichtig, oder für uns Österreicher, dass wir solche Partner oder umgekehrt auch haben, wo man ein Shake-Hand macht und das auch durchziehen kann. Und aufgrund dessen war das auch das Wirtschaftsforum beim zweiten Mal, gleichzeitig in den Felgen. Wir sind dann kurzfristig, hat er gesagt, ja, ich würde gerne Landwirtschaft sehen, gerne eine Molkerei sehen und haben das auch möglich gemacht, haben uns die Landwirtschaft angeschaut und da gibt es viele Betätigungsfehler, weil ja in Kasachstan noch ein großer Prozentsatz Landwirtschaft betrieben wird und ausbaufähig ist. Also das war für mich am Anfang nicht so klar, aber es sind uns viele Sachen, die dazugelernt. Nein, weil mich das damals gefallen, wo wir uns ja relativ kurzfristig kennengelernt im Café Landmann in Wien, was sehr renommiert und klassisch ist. Das heißt, Sie haben von da, Sie haben das sehr ökonomisch geschildert, aber auch jetzt emotional, ideell, von Herzen her. Das heißt, Sie haben in Richtung Kasachstan als Unternehmer und als
Praktika ein gutes Gefühl, wenn ich das so zusammenfassen kann? Ja, es war so, es hat diesen Wirtschaftsforum in Südkasachstan gegeben, über zwei Tage, Tourismusforum, so war das. Und den ersten Tag war ich dann als Delegation dort, also ich war euch alleine. Ja, das kann ich. aber es war dann sehr interessant, dass mein Termin wurde von 1 Uhr dann auch auf immer stundenweise verschoben, weil natürlich wichtige Sachen waren damals, was ich nicht gewusst habe. Und um 7 Uhr ist aber mein Termin auf einmal gewesen und da hätte ich so 5 bis 10 Minuten Zeit gehabt, meine Sachen vorzutragen. Ist nach einer guten Dreiviertelstunde draus geworden, wo man mit dem Aki, mit dem Adam Kulov sehr gute Gespräche geführt haben. Und zum Schluss eben aufgrund der Betten, habe ich das vorgetragen, auch die Betten eben, sage ich, ja, ich werde dir helfen, dass du dort Fuß fassen kannst. Wir haben ja Leute, die auch das wollen, dass es weitergeht. Und das ist schon so eigentlich unproblematisch, kann man irgendwie zusammenarbeiten. Und es ist der Tourismus dort, was man schon gesprochen hat über die Schulen, was wir einen Austausch machen können, von der Ausbildung her. Und ja, also ich bin da sehr zuversichtlich. Wie gesagt, ich möchte einen kleinen Hupfer machen und dann niemanden vergewaltigen, weil ich weiß, wie schwierig es ist. Gibt es von der kasachischen Studentenseite irgendeine Fragen, die ihr stellen wollt oder was euch interessieren täte? In der Form, ich will aber keinem Angst machen, weil ich weiß, wie schwierig das ist. Man redet jemanden an, hat jemand Fragen. Wir haben durch den Herrn Berke noch sogar einen Übersetzer da. Das heißt, wenn jemand was wissen will, wenn man schon so eine elitäre Runde da hat, bitte gern eure Fragen gelangen. Sehr geehrter Herr Konsul, ich habe eine Frage. Wie haben Sie die Natur von Südkasachstan gefunden? Ist es gleich zu Südösterreich oder? Wie soll ich sagen? Ich muss ganz hintersitzen. Das erste Mal dort war, habe ich natürlich erst einmal die Mentalität kennenlernen müssen, die Zugänge. Und habe ich schon ein bisschen gebraucht, natürlich, bis man auf eine Schwingung kommt. Ja. Und beim zweiten Mal ist es mir schon sehr gut besser gegangen. Und beim dritten Mal jetzt, also im Frühjahr jetzt, dann war das natürlich schon eine sehr große Freundschaft. Und wenn man jetzt näher kommt, sind wir sehr ähnlich bei Südkasachen. Und die Südkärntner, wir arbeiten gern, wir leben gern, wir haben gern Bekanntschaften und wir haben uns sehr gut zusammengefunden. Ja. Ja, das ist im Endeffekt, danke für die Frage und den Mut hier aufzutreten, ist auch nicht selbstverständlich. Das heißt, die Mentalitäten passen und ich habe ein paar Bilder von Südkasachstan gesehen, das Land ist ja riesig. Es ist, glaube ich, das neuntgrößte Land der Welt, oder? Neunt, also richtig, wenn man die Zahl richtig gemerkt. Und das heißt, dort hast du ja auch Tourismusoptionen, da man kann ja wechselseitig was lernen. Auch wir Kärntner könnten ja von der Kultur lernen und was mitnehmen. Und auch für Gesamtösterreicher, Dr. Rosicka, was glauben Sie, kennt man mir Österreicher von den Kasachen lernen, aus Ihrer Vorlesung? Reiten. Ja, gut. Also das traue ich mir jetzt nicht wirklich zu beantworten, aber ich denke, was könnte man von den Kasachen lernen? Vielleicht diesen Enthusiasmus und diesen Mut und diese Initiative und das wir wollen jetzt, man hat ja vollkommen neu begonnen vor 25 Jahren, ja. 25 Jahren aus einer Sowjetrepublik eigener Staat zu werden, ist ja an sich schon eine große Leistung. Das System zum Laufen zu bringen, ist, glaube ich, auch eine große Leistung und dann auch wirtschaftlich Erfolg zu haben. Man beginnt ja bei Null oder noch bei weniger als Null eigentlich und das ist ja in kürzester Zeit und gar nicht gut gelungen, keine Frage. Ich glaube schon, dass man auch sehen muss, dass natürlich die Lage, die Bodenschätze und all diese Umstände natürlich auch mitgeholfen haben. Aber wenn ich nicht Erfolg habe,
und eine Politik habe, die das unterstützt und die das fördert, trifft man die ganze, das ganze Uran im Boden nichts und das auch die ganzen seltenen Erden im Boden nichts, wenn nicht die Leute. Aber ich glaube, es kommt schon auf, das, auf die Leute an, auf die Menschen an und auf die Motivierbarkeit und wie sie damit umgehen. Das, glaube ich, kann man durchaus lernen, vielleicht, weil wir unsere Gesellschaft nicht diese Notwendigkeit hat, sich so schnell auf was Neues einzustellen. Und das ist für die großartige Komponente. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, könnte es eine Win-Win-Situation auch für Österreich werden, eine Form der Bluterfrischung durch den internationalen Austausch, wo ich sage, aus meiner Pole-Position, die ich bis jetzt international wirtschaftlich habe, wo wir ja auch als Österreicher kämpfen müssen, um die im internationalen Wettbewerb zu halten, kann ich sagen, über einen guten Kooperationspartner mit Kasachstan, kann was davon lernen und kann was von dem Spirit der 25 Jahre, was eine kurze Nation ist, mitnehmen, das etabliertes Österreich. Also ich glaube, dass Kooperation, aber erfolgreiche Kooperation in Anfang funktionieren, wenn man auf einer Linie schwimmt, keine Frage, und wenn beide Seiten was davon haben, was immer das ist. Und wenn das gelingt, diese berühmte Win-Win-Situation, dann ist man erfolgreich. Das kann jetzt sein, auf wirtschaftlichen Gebieten, wie Sie es sind, weil Sie einfach Rohstoffe mit Ihrem Rohr zusammenbringen, das kann auf politischem Gebiet sein, das kann in der Kultur sein, die kasachischen Berden, was ich so weiß, sind ja sehr erfolgreich auch in Österreich und in Europa. Es gibt immer, es gibt in jedem Segment gibt es eine Möglichkeit, wie man was daraus machen kann. Und naja, wenn man eine Basis findet, miteinander umzugehen und miteinander wertschätzend umzugehen, dann ist das die ideale Voraussetzung. Ja, mit dem sinnlosen Wort Wertschätzung haben Sie mir das Thema der Zeit genannt. Wir haben ja auch trotz aller positiven Perspektiven Konflikte, Angst, Terror, Thematik. Kasachstan, wie geht das, lieber Becker, aus deiner Sicht, wie geht Kasachstan mit diesen internationalen Entwicklungen um und wie weit könnte man, weil Sie das gut gesagt haben, Herr Dr. Rosicka, durch ein Netzwerk, wo man sich menschlich austauscht und natürlich strategisch dem entgegenwirken und da auch was lernen? Was sagst du? Kasachstan eigentlich, also 16 Millionen Einwohner. Denen gibt es also über 100 Nationen. Mhm. Und also jeder weiß, dass Kasachen auch sehr gut Russisch sprechen. Ja. Also in Kasachstan gibt es also ein großes Multikulturalität. Obwohl es Kasachstan nennt, es gibt eine Nation Kasachen. Also es gibt von 16 Millionen, also am besten das Kasachen, Kasachstan, am zweiten Russen, dann dritte Ukraine, Deutschen gibt es auch. Mhm. Viele, also auch Tschetschenen und viele Völker, die in Kasachstan jetzt leben. Und es gibt auch keine religiöse Streitigkeiten dazwischen. Also es steht auch, zum Beispiel es gibt viele Fotos im Internet, wo steht ein Moschee und daneben also orthodoxische Kirche. Und auf diesem Blick, also jetzt in vielen Ländern gibt es ein großes Problem. In diese Richtung, also diese Multikulturalität, also verschiedene Kulturen können nicht in einer Gesellschaft also miteinander gut leben. Also manche wollen nicht integrieren, andere wollen nicht also diese Völker zum Beispiel annehmen. In Kasachstan, es gab seit 80 Jahren der Sowjetunion, es gibt also nach Stalin, also diese stalinistische Repression, wurde viele dieser Völker also während des Zweiten Weltkriegs auch nach Kasachstan geschickt. Also Kasachstan ist riesengroß, also Zug wurde also einfach gekommen, alle raus und weggefahren. Und damals gab es so, dass also diese Kasachen, also die im Dorf gewohnt haben, also diese Leute haben also an sich also Haus gegeben, Essen und diese Völker haben irgendwie in Kasachstan überlebt. Und seit so vielen Jahren, es wurde eine neue Kultur, jetzt es gibt also viele von jüngeren Generationen besonders, dass die Kasachen heiraten mit Russen mit Koreanern oder Kasachen Tschetschenen oder noch was, deutschen Kasachen, also Familiengründung. Und dieser Schritt wurde irgendwie überschritten. Es kommt in den nächsten 20
so 30 Jahre, also ein neues Volk, also ganz, ganz anders, der, also wirklich multikulturell und wo keine Streitigkeiten zwischen Kulturen gibt. Und das finde ich also das Hauptpunkt in Kasachstan, dass also in manchen Ländern also von Kasachstan lernen könnte. Also ich, die manche Freunde, also Österreicher, waren bei mir in Kasachstan, die waren auch überrascht, dass also es so gut funktioniert. Also und das ist auch für mich also ein bisschen stolz als Kasach, dass also für uns es ist also ganz normal. Also aber wenn zum Beispiel die Ausländer also aufs ganze Welt kommen nach Kasachstan und die überraschen so sehr, und also es war sehr interessant für mich. Weil, also für uns ist es normal, und wenn jemand das also hat große Überraschung, also es ist interessant. Dass also, das heißt also, irgendwo gibt es irgendwelche Probleme. Also jetzige Zeit auch die Flüchtlingskrise in Europa, es ist auch schwieriger. Ich glaube, also in diese Probleme nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt, auch für Kasachstan persönlich. Weil durch die Flüchtlingskrise gibt es auch höhere Risiko für Terrorismus und so weiter. Und Kasachstan bekämpft sich auch gegen also Terrorismus und will also dazu auch etwas bringen. Aber du hast ganz gut geschildert, und da komme ich dann wieder zum Produkt vom Herrn Honorarkonsul Sandleser zurück, der Betten macht. Jetzt eine blöde Assoziation, eine sehr einfache, aber die Kasachen kommunizieren und gründen auch Familien über die Kulturen, über die Religionen, und so kommt der Mensch im Endeffekt bei den Basisbedürfnissen wieder zusammen. Herr Honorarkonsul, wie weit sehen Sie jetzt, das Betten-Thema ist ja nur eine Metapher, wo sich die Menschen am Ende treffen, ja, um das blöd so zu sehen, ja. Aber wie weit sehen Sie, weil wir kennen das in Jahren auf dem Mund, vor allem Sozialkompetenz bei den Kasachen daheim? Von Ihrem Film? Ja, die berühren sich in verschiedensten Sachen aus. Also, wir haben angefangen von dem Wollen, was ich beobachtet habe, dass das so, jetzt haben wir das so, wie es die beobachten können, ist relativ sehr ähnlich wie in Österreich abgelaufen. Ja. Und vielleicht sogar besser manchmal, oder? Das kommt jetzt auch nicht behaupten, ja. Aber weiß ich auch, also für mich auch hier abgelaufen. Und soziale Kompetenz in die Richtung, also gibt es schon sehr gute Zusammenarbeiten zwischen dem Staat und den einzelnen Leuten dort. Und ja, so. Gut, eine Fragerunde noch an das Publikum, ein neuer Herr, das dazugekommen hat. Jemand noch irgendeine Frage aus dem Publikum? Ja, bitte. Es sind schon 11 Jahre her, dass ich zurück von Kasachstan nach Wien gekommen bin. Und wenn es im Winter hier etwas kälter ist, dann fällt mir die Hitze und im Sommer fällt mir wiederum die Kälte von Srbija. Meine Frage ans Podium: Wo in Wien kann man Kordak essen und Schubat trinken? Ja, das ist eine gute Frage. Also, leider, also früher, ich weiß, dass es gab ein usbekisches Restaurant in Wien, aber leider gibt es nicht mehr. Wo könnte man so die zentralasiatischen Speisen ausprobieren? Aber in Wien. Ich weiß, dass die Botschaft manchmal macht, also die Empfänge, auch die kasachische Behörde, es ist also fast immer mit der kasachischen Speise, mit Kordak auch dazu, wird durchgeführt, und da kann man auch ausprobieren. Oder wenn Sie wollen, also unsere Studenten auch machen manchmal also die Veranstaltungen, wo also alle als Freunde so zusammensetzen, irgendwas kochen und so ein zum Beispiel schönes kasachisches Mittagessen machen. Also wir können auch mit ihnen gut kooperieren und also irgendwas machen, so wie sie würden so uns hier Kontakt geben. Aber sonst Kumis, ich weiß, dass in Deutschland gibt es
Unternehmen, die produzieren Stuttenmilch. Und